Mann, muss die Bruderschaft sie alle erschießen, Mann, wegen dieser scheiß Aktion. Haben sie verstanden? Alle in die Hände nach oben jetzt. Können es eventuell sein, dass sie Herr Orient sind? Sind es Leute wegen dem MK200? Ich glaube, hier ist jemand, kann das sein. Heilige Mutter Marie. Der ist leider zu. Lassen wir uns ein Auto mitgehen, Simon? Ja, klar. Ist jemand? Hallo? Moin! Moin. Was? Hallo! Geht hallo. Mal weg hier! Können wir dir helfen? Hier ist gerade ein Überfall am Gange. Überfall. Dürfen wir ein Auto von dir mitnehmen? Nee. Ich bin jetzt auch mal weg. Komm, lass bei dem einsteigen. Warum? Hab ich Bock drauf. Na egal. Nicht du Arsch. Hallo, Kollege. Gibt es schon eine Gewinnerpartei? Kannst einsteigen, wenn du willst. Kannst du reviven. Nee. Kannst alles hochholen. Da, das einsteigen. Okay. Nee, das nicht einsteigen. Lass ihn hinterherfahren, komm. Ja, jo. Du nimmst unser Auto, ich nehm den. Nee, andersrum. Könnten Sie vorher einmal den Offroader reparieren, bitte? Herr Medik, damit ich abhauen kann. Könnten Sie meinen Offroader einmal reparieren? Wir machen die Straße jetzt dicht, Mann, ohne Witz. Jo. Der rast voll in uns rein, sag ich dir jetzt schon. Oh, das war aber knapp. Ich werde euch dem gerade reinziehen. Ist der Quillen eigentlich auch heile? Nein, der ist nicht offen. Hat er schon repariert? Ja, ist er gerade dabei. Bitteschön. Vielen, vielen lieben Dank. Perfectly. Okay, komm. Kein Problem. Dankeschön, Ara, für das Auto. Dankeschön, Ara, für das Mini. Der Friedrich, der ist schwul. Okay. Den gehört okay, das Auto cool. Ja auch. Weißt du nicht eben gerade der Typ da bei der Tankstelle, der die ausgeraubt hat? Ja, das war der. Hab ich das gemacht, der kann gut sein. Mensch, Alter, auf meiner Ranch hier rauben sie Tankstellen aus. Rauben sie auch mich. Das ist daher, ich musste dem Friedrich Geld besorgen. Er hat nämlich gesagt, sein großer Traum ist es, eine schwule Cocktailbar zu eröffnen. Okay. Oh, okay. Da sponsor ich was. Cocktail, okay. Ja, wahnsinn. Und dafür zahlen wir Geld für ihn. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch was spenden. Jo, klar, machen wir. Oh, danke ein für die kleines Donation. Darüber wird sich der Friedrich freuen. Viel Geld, ne? Trotzdem macht man Sachen. So. Alter, da sind die wieder mit der Cocktailbar. Und wie sieht's aus? Ist der Freund von der Cocktailbar da? Ja, der ist wieder da. Ja, hallo. Wer ist denn hier der Schwüche? Der mit der Knifte? Moinsen. Na, hey, moin. Moin. Ist das Geld schon an ihn angekommen für die Cocktailbar? Ja, habe ich ihm schon gegeben, oder Friedrich? Ja, hat er mir gegeben. Ja, okay, gut. Das ist aber toll. Mensch. Ich habe auch eine Wärmide. So schnell sieht man sich wieder. Ja, das stimmt. Wärmide und K dabei. Krass. Wärmide und K dabei, richtig. Double Time. Ich habe auch was dabei. Ja, wenn ich halt irgendwas weglegen muss, dann erzählst du, dass so eine LR raus, pass auf. Uiuiuiui. Ach, du Kacke. LR aus der Hosentasche gezogen, ey. Nicht so das aggressiv, hat, Leute, ja, entspannt euch mal. Es hat gereicht, dass hier jeder einen Schritt zurückgegangen ist. Also, die Waffe hat Einfluss. Tja, entspannt euch mal. Entschuldige dich jetzt bei deinem Freund. Bei wem soll ich mich entschuldigen? Also, ich muss mich bei dem Mann hier, du hast ihn erschreckt. Ja? Dem, ich muss mich der Beta-Blocker mal sehen kann. Entschuldigung? Ja. Entschuldigung? Mensch, nö. Schau ihm in die Augen, wenn du dich entschuldigst. Ja, haben wir so ein Problem, was das Augen anschauen. Jetzt muss er sich bei mir entschuldigen. Jetzt muss ich das auch machen. Entschuldigung. Jetzt liegst du da drin, das ist Entschuldigung genug. Entschuldigung. So. Alle Entschuldigung. Warte mal. Na. Ich werd da noch. Lass mal den Offroader in Ruhe, bitte nicht klammern. Ist sein Auto offen gelassen. Wenn jetzt hier ein anderer gewesen wäre, wäre der eingestiegen. Kann ich ja auch mal vergessen, ne? Ich würde sagen, wir blocken hier mal die Straße, oder? Mal. Sieht doch gut aus hier, so ein schöner Straßenblock. Tja. Ja, was machen wir denn eigentlich hier? Fahrt ihr mal jetzt die kaputten Truckbox oder in der Weiß ich nicht, also ist es gerade ganz spontan entstanden, dass da Autos hingefahren werden. Warte, ich fahr den Truck auch mal eben dahin. Ja, ich fahr die Quille, ich würde sagen, die Quille benutzen wir als Verfolgungsauto. Da kann man wenigstens rausschießen.
Ich hab die Idee, vielleicht können wir hier eine Straßensperre machen und Zoll einsammeln für Friedrichs Cocktailbar. Oh, ja! Oh, Rico! Oh, das ist knapp. Leben am Limit, ey. Das müssen wir schon was tun für ihre Getränke, ne? Kriegen sie ja nicht mehr raus, ja, allerdings. Pack mal hier das schwule Auto so ganz, ganz zentral, dass jeder auch weiß, dass das hier für die Cocktailbar ist. Man braucht so ein Maskottchen. Alles für die Cocktailbar. Ich stell das hier zwischen. Und der Quillen ist unser Fluchtauto, würde ich sagen, oder? Falls wir genügend Geld zusammenbekommen haben, ja. Genau. Genau so machen wir das. Mach mal die Autos. Ja, Jungs, sorry. Oh, da kommt Wiss. Was denn? Ja, guck mal, da kommt der erste. Holla, schönen guten Tag. Moinsen. Einmal wieder aussteigen. Bitte nicht wegfahren. Wir sind nämlich ganz lieb unterwegs. Einmal bitte stehen bleiben und aussteigen. Wir sammeln Spenden für eine Cocktailbar. Ja. Wären Sie so großzügig und würden hier dem guten Herrn Friedrich etwas zu seinem Cocktail machen? Würden die bitte stehen bleiben? Leute, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, Jungs. Wir wollen hier für eine schwule. Für eine Cocktailbar wäre ich bereit zu schießen. Eine schwule Cocktailbar, Jungs. Wir brauchen Geld für eine schwule Cocktailbar. Für Homos. Steigen Sie mal aus, man kann sich fast nicht verstehen. Wir werden nichts von Ihnen wollen, ich verspreche es. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich glaube, der Herr braucht einen Cocktail. Ah, wunderbar. Hallo, wie ist denn Ihr Name? Hallo, mein Name ist Pablo. Ich möchte mal erzählen, worum es hier geht. Ja, bitte. Pablo, hören Sie mal dem Friedrich zu. Mein Lebenstraum war es, immer eine Cocktailbar zu eröffnen. Für Schwule. Und jetzt haben wir aber kein Geld. Und darum sammeln wir hier Spenden. Eine Cocktailbar? Ja. Wie viel kostet denn so eine Cocktailbar? So im Durchschnitt, wenn man sich eine errichten möchte. Das soll ja eine ganz dicke werden, also mindestens 1,2 müssen wir da schon zusammenkriegen, also 1,2 Mille. Also das soll hier eine ganz große, das soll das Wahrzeichen von Altes werden, deswegen, wie gesagt, wir sammeln so viele Stunden, bis wir das irgendwann hinkriegen. Dann nicht eine schwule Bar für Altes. Wir brauchen etwas ein bisschen kleiner. Wie viele Leute sollen denn da kommen? Also, ich glaube, die wird nicht allzu voll. Doch, das glaube ich schon. Mal überlegt. So viele wie möglich. Also, es gibt viele Leute hier auf Altes, die was hinten reinbekommen wollen. Du musst so denken, das ist ja auch für den Tourismus gut. Wenn wir hier eine riesige schwule Cocktailbar haben, kommt ganz viele Schwule hier hin. Ganz viele Franzosen kommen dann. Wie viele sind schwul von euch? Nee, okay. Ja, wie viele Schwule sind bei euch hier in der Gruppe? Genug. Ja, und also, Friedrich, wie viel hast du denn in deiner Handyliste? Wie viele Kontakte, die schwul sind, die du schon mal... Du weißt schon. Ja... 37. Du musst auch so bedenken, ne? Der Friedrich ist so einer, der macht sogar die Heteros hin zu schwulen in einer Nacht. Oh. Naja. Spricht da etwa jemand auf Erfahrung? Ja, spricht er. Ja, tu ich. Oi. Das hört sich aber nicht so gut an. Er hat mich schon einmal rumgekriegt. Ja, also ich sag mal so, ich habe nicht allzu viel Geld bei. Ich könnte 2000 Credits geben. Das ist doch schon mal ein Anfang, du. Genau, das geht ja rein um den Zweck. Das geht ja nicht nur ums Geld. Wen darf ich denn das Geld geben? 2500 könnte ich sogar machen. An den Friedrich direkt. Ja, direkt an mich. Richtig, genau. So, bitteschön. Danke für Ihr Geld. Sie haben uns sehr geholfen. Ja, dann, und wo sollen die Schwulenbar dann errichtet werden, wenn ich fragen darf? Und wann? Kavala. Kavala. Marktplatz. In Kavala. Zentral. Ah, okay. Kavala Marktplatz. Und wollen sehr zentral. So? Kommt drauf an, wie viel Spenden wir erhalten. Ah, okay. Ja, Sie können mich ja mal kontaktieren. Wenn nicht, schicke ich auch noch ein paar Schwuppen zur Eröffnung vorbei und, Gerne. Oh, da kommen wir schon die nächsten potenziellen Spender. Ja, wie gesagt, für Leute, die spenden, da ist bestimmt dann Spende. Auch mal, wenn es eröffnet ist, ein Cocktail aufs Haus drin. Ja, auch wenn's, ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Sperre auf. Da kommt man genau, damit, dass der Herr auch wieder durchkommt. Vorsicht! Okay. Dann schönen Tag noch und viel Erfolg mit der Cocktailbar. Ja. Die Spender fahren weg.
Was machen wir jetzt? Hauen die gerade alle ab? Nee. Nee, wir machen hier weiter. Ja. Bis ans Limit. Simon, was ich schon überlegt hatte, die können hier vielleicht... Eigentlich müssen wir ja nur den Chatboxer da benutzen. Wir können das hier alles versperren und dann benutzen wir... Okay, hier. Noch mehr Spender. Ach, guck mal, da kommen die nächsten Spender. Oh, noch mehr Spender. Wunderschönen guten Tag, wir rufen hier nach Spenden auf. Bitte stehen bleiben. Warten Sie, bis der Friedrich sich einmal vorstellt. Hallo. Wir sammeln Spenden. Platz, sonst fick ich dich. Ja, entspannen Sie sich. Lassen Sie einmal hier den Schwulen ausreden. Was soll das? Die wollen, glaube ich, nicht spenden. Pack mal die Waffen weg, wir wollen denen ja nichts Böses. Von uns überfahren. Bleiben Sie jetzt mal stehen. Sollen der Müll. Also einfach auch nicht hier stehen. So bleibt er hier, ne? Es geht ja nur um einen guten Zweck. Nein, wir spenden nichts, jetzt lasst uns durch. Ja, Sie müssen jetzt mal zuhören, für was? Nein. Leute, wir haben keine Zeit für diesen kleinen Driss. Das ist kein kleiner Griff, das ist ganz wichtig für diese Alte. Wir haben keine Zeit für so einen Scheiß, Alter. Jetzt hört mal auf mit dem Mist. Wir müssen los. Das wird das Wartezeichen von Alten. Ich hab schon wieder einen überfahren. Jetzt reicht's mir aber langsam mal. Ich würde auch sagen, das reicht hier so langsam mal, oder? Den Friedrich, den Aktivisten hier. Gehen Sie mal weg hier. Wäre das nicht eine Promotion für Schwule, würden wir gleich schießen. Pack bitte eure Scheißkarren weg, wir müssen hier durch. Komm, pack eure Scheißkarren hier weg, dankeschön. Na, sie grenzen ja hier Schwule aus, die sind alle kaputt. Echt so. Leute, fährt doch mal diese Scheißkarren hier auf die Seite, Mann. Nein, entschuldigung, gar nicht. Spendet doch erstmal was, bevor wir hier wegfahren. Oder erstmal zuhören, um was es überhaupt geht. Das ist sowas von zum Kotzen, ja. Jedes Mal gibt uns diese Straßensperren hier auf den Sack, ja. Das heißt, die Bruderschaft wird hier aufräumen müssen. Mal, das ist das Ding. Wenn sie nicht alle die Hände hier hochnehmen, muss die Bruderschaft sie alle erschießen, Mann. Wegen dieser scheiß Aktion. Haben Sie verstanden? Alle die Hände nach oben jetzt. Könnte es eventuell sein, dass Sie Herr Urien sind? Sind Sie heute wegen dem MK200? What the fuck? What the fuck's sake? Okay, man wartet also so lange, bis irgendwelche Toxic-Leute vorbeikommen, ey.